Mal gucken, was wir hier dran finden. E-Mail an Schatzmeister der Stadt. Commander Devlin. Bitte entschuldigen Sie, dass ich Ihnen schon wieder eine E-Mail schreibe, aber ich habe noch keine Antwort auf meine vorherigen 7 E-Mails erhalten. Nochmal. Wir brauchen dringend weitere Geldmittel, um die Sicherheitsprotokolle in der Wasseraufbereitungsanlage zu verbessern. Die aktuellen Protokolle sind äußerst mies und ich möchte nicht mal über die Folgen eines Fehlers bei der lokalen Wasserversorgung nachdenken. Spezialist Alan Rothschild. Antwort vom Schatzmeister der Stadt. Hör zu, du blödes Kommunistenschwein. Ich habe deine feigen Miesmacher-E-Mails erhalten. Ich habe sie ignoriert, weil ich davon kotzen musste. Verstehst du nicht, dass wir uns im Krieg befinden? Gegen die Kommunisten? Und das zwischen dir und dem heißen... Und das zwischen dir und dem heißen atomaren Armageddon nur ich und meine Basis voller riesiger Nuklearraketen stehen? Ach so. Für mich ist Fragezeichen wie ein Punkt, dass das hier plötzlich so weitergeht. Egal. Beantworte mir mal Folgendes, Spezialist Arschlochinski. Wenn das amerikanische Volk vom Kreml-Joe und seine roten Kumpanen überrannt wird, was nutzt dann noch sauberes Trinkwasser? Commander Devlin. Das Problem ist, wenn es vorher auch kein sauberes Trinkwasser gibt und alle an, ja, Wasser, an Vergiftungen oder so sterben, kann auch niemand mehr den roten Knopf drücken, der Vergeltung gegen Kommunisten Joe ausrichten kann, ne? Also ich kann es verstehen, wenn das was ein nichtiges Problem ist, aber das ist literally Trinkwasser. Das mit das Wichtigste, was es gibt, was man braucht. Also Atomraketen über sauberes Trinkwasser zu priorisieren, ist eigentlich normal für dieses Universum. Ich habe nichts gesagt. Ich bin schon still. So, wieder jemand gespawnt. Jetzt ist es wirklich dunkel. Das war ja die ganze Zeit so nicht. Ich bin froh darüber. So, wir waren da. Wir waren da, da. Wir haben da alles gemacht. Wir sind darüber geklettert. Von da sind wir, glaube ich, gekommen. Wir waren da, da oben und da oben können wir nicht rauf. Wir waren da unten. Wir waren da. Wir sind da rein. Wir sind noch nicht darüber. Und das scheint auch der normale Weg zu sein, den wir gehen müssen. Vielleicht ist das das Weiße oder bedeutet das das Weiße. Das ist der richtige Weg. Da musst du lang. So, da unten waren wir schon. Da sind ja die beiden gespawnt. Na, wir nehmen lieber mal die Flare. Wer weiß, was so auf uns zukommt. Da ist rot. Da ist eine Saddle Charge. Da könnten wir noch looten. Die explodieren aber auch relativ früh. Wir haben schon Sprengstoff auf 100, aber das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Wie lange hat man da wohl Zeit, bis das alles den Bach runtergeht? Also, wenn man... Mensch, vielleicht sollte ich mal meine Gedanken auch wirklich komplett aussprechen. Wie lange hat man dann wohl Zeit, wenn man weniger Sprengstoffskill hat, bis die explodieren? Muss man da dann vorher auf die schießen oder wie macht man das dann? Und ich kann mich gerade nicht entscheiden, mit welcher Waffe ich hier vorher vorwärts gehen will. Weil... Unsere schöne Shoulder-Mounted Machine Gun hat natürlich gut Schaden, aber wir verschießen unsere 10 mm relativ schnell damit. Dafür müssten wir da dran. Die Leier, davon haben wir halt noch jede Menge Munition, wenn man bedenkt, wie langsam wir damit schießen. Der Heavy Incinerator war jetzt nicht das, womit ich gerechnet habe. Und du machst halt relativ wenig Schaden pro Schuss. Das heißt, gepanzerte Ziele, das ist schon mal No-Go. Wir haben, glaube ich, nur noch gepanzerte Ziele. Für das Ding muss ich nah dran. Ja, ich glaube, ich bleibe vielleicht doch einfach bei der 10 mm.
Da waren drei rote. Einen haben wir getötet. Da. Da ist Nummer 2. Beziehungsweise Nummer 3. Zigaretten haben sie aber auch alle mit dabei, ne? Ich hab dich gesehen. Das sind alles Nahkämpfer, weißt du was? Dann folge ich mal. So viel dazu. Es sind alles Nahkämpfer. Mhm. Nee, der versteckt sich dahinter. Pass auf. Dann mache ich es vielleicht doch so. Also wenn du das machst, dann mache ich das auch. Treffe ich. Yep. Hier leckt es wieder. Und zwar nicht zu wenig. Oh, das hätte ich vielleicht vorher nachgucken sollen. Ui, das leckt aber sehr stark hier. Das leckt sehr stark hier. Brennen wir noch? Ja, wir brennen noch. Ansonsten hätten wir das gerade nicht genommen. Jetzt komm mal her, du. Kannst dich doch nicht die ganze Zeit da verstecken. Können wir da so rüberschießen? Über die Deckung. Ha, können wir. Mensch. Dann verbrustel ich dich eben so. Steckt sich einfach. So. Die beiden haben wir geplündert. Dann gehen wir mal hier weiter. Eventuell gleich nochmal da unten. Da konnte man ja auch noch rein. Also nicht da, sondern hier vorne in dem Gebäude. Denn einen Weg nach unten habe ich jetzt nicht gefunden. Relativ viel Müll. Elysis Tempel. Da mache ich natürlich gleich auch mal einen großen Speicherpunkt vor. Einfach zur Sicherheit. Moment, da müsste Edie doch hier auch dran vorbeigeflogen sein. Wurde sie nicht angegriffen? Oder eher, wie auch immer. Da ist noch ein Sack. Haben wir den schon? Nee, können wir natürlich noch nicht haben. Wir haben ja erst gekämpft. Und uns fehlt, glaube ich, auch noch ein so ein Bericht, mindestens. Mindestens einen Bericht. Ich gehe nochmal kurz runter. So. Was haben wir hier? Hier waren wir doch schon, ne? Ach, natürlich. Hier waren wir eben. Aber hier vorne habe ich das nicht mitgenommen? Habe ich das übersehen? Und das hier auch. Also gut, dass wir nochmal hier runtergegangen sind. Ich weiß nicht, was mich dazu geritten hat, das eben nicht zu sehen. Wann auch immer eben war. Gut. Okay. Da ist auch das weiße Ding. Das heißt, kommt man da auch so hoch? Könnte. Ist irgendwas im Wasser? Ja. Ich weiß da nicht, was ich jetzt gerade plündere. Ein Wachbot anscheinend.
wo auch immer der stehen soll. Hier ist noch ein Wachbot, wo auch immer der stehen soll. Sind die unter der Map? Ich sehe die nicht. Wo sollen die sein? Sind die in den Steinen drin? Nee. Wo sind die Wachbots? Weil irgendwas plündere ich da ja. Na, was soll's. Okay, jetzt haben wir aber hoffentlich alles geplündert. Ich meine, irgendwas habe ich ja übersehen, weil wir nicht alle Nachrichten und Nostalgie-Dinger haben. Es sei denn, es ist noch was in der Kuriermeile. Konnte man hier vorne nicht auch irgendwie hoch? Da vorne konnte man doch irgendwie hoch. Da haben wir uns doch eben noch einen Weg frei gemacht. Oder auch nicht. Dann halt nicht, dann gehe ich halt den langen Weg. Und wo ging der lange Weg nochmal lang? Da vorne? Ja, mal wieder mein Orientierungssinn. Ach nee, das war da auf der anderen Seite, wo wir das da was freigemacht haben, ne? Einmal hier das. Genau. Und dann war da vorne auf der anderen Seite noch was, was ich im Kopf hatte. Nun gut, was soll's. Haben wir eben einen kleinen Umweg gemacht. Das müssen jetzt fast 3 Folgen sein, wo ich einfach nur hier draußen noch rumlaufe und alles plündere und fertig mache. Aber damit haben wir es dann jetzt auch. Dann speichere ich jetzt ab. Und dann begegnen wir Ulysses. Denke ich mal. Oder müssen wir uns hier noch weiter durchkämpfen? Mal gucken. Es wäre ja prädestiniert dazu, dass wir, wenn wir jetzt reinkommen, direkt das Gespräch losgeht. Wartung und Lager. Oder auch nicht. Aufgabe hinzugefügt. Der Kurier. Optional. Retten Sie Edie. Oh, natürlich. Spüren Sie Ulysses in seinem Tempel auf. Ich höre Bots. Und ich denke mal, die Bots werden wir besser mit meinem Leier töten können oder zerstören. Und dann müssen wir natürlich auch Edie finden. Finden und retten. Alarm. Nicht in die Kampfhandlung involvierte müssen das Areal verlassen. Durchsuchung im Gange. Tödliche Gewalt wird ohne Vorwarnung eingesetzt. Alarm. Nicht in die Kampfhandlung involvierte müssen das Areal verlassen. Durchsuchung im Gange. Tödliche Gewalt wird ohne Vorwarnung eingesetzt. Ja, passt schon. Mal gucken, was kann ich an dem Terminal hier machen? Ah, das dauert immer so lang. Warte, erst das Innere und dann das Äußere, ne? Ja. Wenn man erst das Äußere macht, glaube ich, klappt das Innere nicht mehr. Da war, glaube ich, irgendwas. Ach, schon die ganze Zeit kein Zugang mehr. Ja. Ach, nur die Sperre aufheben. Naja, ist ja auch was. Das war so hell. Aber ich bin doch jetzt auf... Nee, das meinte ich nicht. Ja, bin nur auf das Halbe. Nun gut. Kann hier denn niemand aufräumen? Also wirklich. Es ist ja alles...
Naja. Laser-RCW. Für das EC-Pack. Leere Akku. Bitte müssen das Areal verlassen. Durchsuchung im Gange. Tödliche Gewalt wird ohne Vorwarnung eingesetzt. Ah, damit du gleich nicht mehr weitersprichst, muss ich dich dann wohl ausschalten. Wir kriegen hier eine Menge Granaten. Schade, dass ich die Dinger nie benutze. Das ging leicht. Sind das noch aktive Sprengköpfe? Die Karte gucken wir uns gleich mal genauer an. Gerade noch das Räumchen sichern und plündern. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Service Terminal. Erfordert überall einen Schlüssel. Das heißt, wir werden wahrscheinlich an das Terminal müssen. Aber hier haben wir auch wieder ein Versorgungsterminal. Das heißt, ID kann nicht weit sein. Oder ging es hier weiter? Nee. Also, wir haben hier ein paar rote. Und ein paar gelbe. So, da haben wir diese Junction. Das ist da. Da haben wir sie. Ah, das sind Silos. Rot sind Silos. Da. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da sind 5. Hier müsste noch irgendwo ein Silo sein. Moment, das ist die Straße, die da so abknickt. Da läuft aber auch noch eine Straße lang. Direkt unter der Straße hier. Das macht wenig Sinn, einen also eine Straße über einem Raketensilo zu bauen. Oder zu haben. Das wäre recht doof. Aber da ist überall gelb. Da vorne wäre die Kuriermeile. Also ungefähr da. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist, dass ich da eben einen Sprengkopf vergessen habe, weil der Rest gelb ist und der hier halt rot, aber das wäre halt irgendwo hier, ne? Das wird keinen Sinn machen. Das sind die vier Raketensilos. Da sind wir ja auch schon durchgegangen. Und da oben waren wir noch gar nicht. Das wäre ja hier. Aber der Spielbereich ist nicht mal... Ja, da kommen wir nicht mal hin. Es ist kein Spielbereich. Da vorne auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Karte sagen soll. Also, bis darauf, dass halt, dass die Silos sind, die vier. Nummer 5 macht keinen Sinn. Und der Rest könnten Lagerstätten sein für weitere Sprengköpfe. Irgendwie muss so ein Silo dann ja auch wieder befüllt werden, ne? Augenbot-Wartungsbericht. Augenbot-Wartungsdock Station. Status. Pod 1 inaktiv. Freie Energie wird zum Augenbot-Synthese-Pod in der Hauptstartkammer umgeleitet. 2 ist aktiv und belegt. Geschätzter Augenbot-Schaden 0%. Bitte wenden Sie sich an einen Administrator, um diesen Augenbot aus seinem Pod zu entfernen. Und da haben wir auch wieder inaktiv und frei. Also, da müssen wir rein. Ja. Ja, ja. Na, wie wäre es, wenn ich denn mal das hier mache? Auf Augenbordwartungsbericht zugreifen. Warnung, Augenbordwartungssicherheitssystem aktiviert. Möchten Sie vorfahren? Natürlich erst nach einem Schnellspeichern. Ja, bitte. Türen entriegelt.
So, und was hat da jetzt noch geschossen? Ein Türmchen. Das heißt, auf der anderen Seite dürfte wahrscheinlich auch ein Türmchen sein, ne? Yep. Brauchten wir nicht noch eine Industrial Hand zum Reparieren? Von der, die wir haben? Die wir schon haben? Wenn nicht, kann ich sie ja noch verkaufen. Okay. Reparaturgott. Ei. Öffnen. Ach, schön gemacht, um das alte Modell despawnen zu lassen und das neue zu spawnen lassen. Retten Sie die Wissenschaft 60. Über diese Übertragung muss ich eine Umgehungsfunktion gelegt haben. Das hat sie, das hatte ich hergezogen. Was? Über diese Übertragung muss ich eine Umgehungsfunktion gelegt haben. Okay. Wenn du nochmal davonläufst, wirst du zu Blechdose verarbeitet. Meine Fresse. Nee, Wissenschaft 60. Trauriges Piepsen. Ist bei dir denn alles in Ordnung? Bestätigendes Piepsen. Was ist passiert? Du bist losgedüst, als hättest du endlich dein Zuhause gefunden. Trauriges Piepsen. Eine Umgehungsfrequenz? Das heißt, Ulysses hat dich einfach hierher gerufen? Selber verwirrt. Warum sollte er sowas machen? Herlocken wollte er mich nicht. Ulysses wusste schon, dass ich komme. Besorgt? Ja, ich bin auch ein bisschen besorgt. Was immer er plant, Ulysses braucht dich offensichtlich dort. Komm, ich will ihn nicht enttäuschen. Entschlossen. So. Ist da noch irgendwas drin, was zum Looten wäre? Nee. Gut, wir haben endlich wieder einen Begleiter. Dann mach das hier mal auf. Eventuell habe ich ein paar Sachen zum Verkaufen. So, mal gucken. Haben wir was, das wir brauchen können? Das nehmen wir mit. Da haben wir alles. Roter Schein haben wir auch alles. Da müssen wir nur noch eins anbringen. Gut, was brauche ich denn nicht? Flashbangs. Ich finde die Flare einfach besser. Die bringt irgendwie mehr. Die Marksman Carbines brauchen wir auch nicht. Im Prinzip brauche ich... Ich werde es sowieso nicht benutzen. Die haben es zwar mitgenommen, aber ich weiß, dass ich es nicht benutzen werde. Ich weiß es einfach. So viele Arzttaschen brauchen wir nicht. Das nehmen wir noch zum Heilen. Ja, das wiegt alles nichts. Das heißt, man kann es mitnehmen. Reparatursatz. Ja, wenn wir mal was haben, ne? Stealth Boys brauchen wir auch nicht so viele. Und das lese ich alles erst, sobald wir jetzt auf Level 50 sind. Einfach um sicher zu gehen. Ich weiß ja nicht. Vielleicht, naja, was auch immer passieren kann. Schachtelzigaretten? Nee, die wollten wir ja mitnehmen. Seymour. Ach, den wollten wir uns auch noch genauer angucken. Dürfen wir nicht vergessen. Und das ist alles Munition. Okay. Fordert Schlüssel. Stimmt, da war ja noch was. Hauptkorridor.